Was geht, Freunde der Außenwelt, und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe Scheiße eingestellt hier. So, jetzt nochmal. Was geht, Freunde der Außenwelt, und recht herzlich willkommen. Ich soll mal auf das neue Video von Konkrafter Luca reagieren. Ich würde jetzt sagen, wir machen lange keine Vorräte. Was? Wir machen jetzt keine lange Vorrede und let's rock. Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal zusammen mit Sandra. Hey, wir waren gestern saufen. Ich habe jetzt eine Frage, ist die wirklich immer nur am Saufen, weil da stehen ja auch schon Weinflaschen. Macht Sinn. In der Demo-Video saufen, in dem Video war sie zuvor saufen. Was? Was laberst du? Sandra und ich haben uns jeder so eine Tüte hier voll mit Gegenständen rausgesucht, zusammengekauft, in der Wohnung hier gesucht, etc. pp. Und ich werde dann gleich einen Gegenstand rausnehmen oder halt keinen Gegenstand rausnehmen und muss Sandra, ja, das erklären. Vielleicht lüge ich, aber auch, und Sandra muss erraten, ob ich lüge oder ob ich wirklich einen Gegenstand hier habe. Okay, Sandra, ah, ja. Der erste Gegenstand, den das ich hier kenn ich, habe. Das kenne ich, das kenne ich doch. Von einem Würfelspiel, genau. Ist eine Klopapierrolle. Eine volle Klopapierrolle. Ich habe dein letztes Video gesehen, oder eins deiner letzten, da hast du 1000 Klopapierrollen geschenkt bekommen. Ich denk mal, nein. Ich sag einfach nein. Mein Körper sagt mir das. Sechseinhalb Stunden später. Vor allem mit dem Video anzukommen, ich habe jetzt damit gerechnet, die sagt, ja stimmt, nein. Sie sagt nein. Sie sagt nein. Obwohl ich jetzt fest damit gerechnet habe, weil sie das Video erwähnt hat, cool. Ich habe eine Unterhose von dir hier. Die liegt doch wirklich von mir? Ja. Die Sache ist, als wir die ganzen Sachen hier zusammengesucht haben, hast du gesagt, Jule soll runterkommen. Das kann sein, dass kann du... Kann aber nicht sein. Das, what the fuck? Ich glaube, du hast eine Unterhose, weil hat die jetzt Jule die da dir dran gebracht hat. Hatte, warte, fuck, what the fuck? Ja. Runterkommen. Das kann sein, dass kann du... Kann aber nicht sein. Das, what the fuck? Ich glaube, du hast eine Unterhose, weil Jule die dir dann gebracht hat. Bist du dir ganz sicher? Ja. Da hat die wirklich eine Unterhose von denen? Was ist da für Gäste? Hat die da dran gerochen? Das sah so aus, als ob die dran riechen wollte, ob noch Bremsspuren drin sind. Ich meine, die ist weiß, das würde man doch sehen. XXL trage ich. Oh, wow! Also Sandra, der nächste Gegenstand, den ich hier habe, ist eine Klopapierrolle. Nein. Warum nein? Weil ich geil bin, Alter. Wieso hast du da gerade gesagt, dass du den Gegenstand nicht hast? Hä, hey, weil ich gelogen habe. Ich habe eine leere Wasserflasche. Da ist die Wand dann. Soll ich den jetzt immer hier mit hinstellen beim Video machen? Nee, da komme ich nicht mehr an die Tastatur. Tasche hier. Nein, man hat gar nichts gehört, als du den Gegenstand gerade rausgeholt hast. Ich zieh dich voll ab, Alter. Der nächste Gegenstand, den ich hier habe, Sandra, ist ein Ei. Oh. Was? Ein Hühnerei? Nee, ein Dinosaurier. Ihr Gehirn besteht nur aus Frotz. Oh. Ah, interessante Logik. Auf jeden Fall im Kühlschrank gesehen, dass ihr Eier habt. Ja, hast du nicht. Hä? Ich hab einen Gameboy hier. Ein Gameboy? Jupp. Ja, hast du. Ich kann mir nämlich richtig vorstellen, dass du unten in dieses Sideboard geschaut hast und da war ein Gameboy. Ja, hab ich. Oh. Also ein Mini-Boosting. Okay, Sandra, mein nächster Gegenstand, den ich hier habe, ist ein Tacker. Ich hab noch nie einen Tacker bei euch gesehen. Ich glaub dir nicht. Digga, du ziehst mich voll ab, die, Alter. Ich weiß, Alter. Die sagt immer nur Lüge. Immer nur nein, nein, nein. Der kann eigentlich immer Gegenstände rausholen und die würde trotzdem weiter sagen, nein, du lügst. Ich würde gewinnen. Mein nächster Gegenstand ist noch eine Unterhose von dir. Das ist so ein Fetisch. Also du sagst jetzt, du hast neben der Unterhose, die ich vorhin schon erraten habe, hast du noch eine Unterhose. Ja. Nein. Ich hab keine. Junge Sandra, du bist ja voller verkackt, Alter. Der nächste Gegenstand, den ich hier habe, meine liebe Freundin, wir sind nicht befreundet, oder? Nö. Der nächste Gegenstand, den ich hier habe, ist auf jeden Fall ein Pfefferstreuer. Ich wette, die sagt jetzt ja, weil man schon gehört hat, dass er irgendwie da drauf gehalten, dass er einen Gegenstand rausgeholt hat und deswegen, na gut, man weiß nicht, was es ist, aber ich meine, ein Storch, der über dem Dach fliegt, ist auch kein Adler, oder? Du hast auf der Fensterbank so ein Ding, das hat deine Mom auch. Okay. Ich glaub dir nicht. Es ist auch ein Salzstreuer. Ja. Und es ist ein Lehrer, also du hast einen Punkt, ich gebe dir den Punkt. Oh nein, Luca. Mein nächster Gegenstand ist meine Zahnbürste. Okay, ich sag ja, du hast eine Zahnbürste. Ist okay. Hast du. Nein!
Hast du nicht? Hab ich nicht. Der vorletzte Gegenstand für dich hier, Sandra, ist ein Tischtennisball. Okay, Tischtennisball. Das ist ein richtig geiler Tischtennisball. Scheiße, ich glaube, ich muss mal am Strand vorbeilaufen. Ball könnte sogar echt gut sein, weil wir haben Bierpong gezockt. Ich sag einfach mal ja. Ich will mit ihr spielen. Ich will mit ihr das Spiel spielen. Ich will mit ihr das Würfelspiel spielen. Ich würde gewinnen. Ist eine Muschel. Du bist auch so eine Muschel, Alter. Halt's Maul. Mein nächster Gegenstand ist ebenfalls ein Pfeffergerät. Genau. Nein. Doch. Du hast keinen Pfefferstreuer. Doch. Nein. Doch. Okay, sag mal, der nächste Gegenstand von mir ist ein Tischtennisball. Oh, dieses Gerät geht ja. Das ist doch kein echter Gameboy. Das könnte natürlich auch sein. Der Gegenstand, den ich hier halte, ist ein Tischtennisball. Oh, Junge. Du fickst meinen Kopf, Alter, mit deinen Gedanken. Das erklärt natürlich einiges. Nein? Nein? Mein letzter Gegenstand für dich ist... Ja, wer zählt überhaupt die Punkte? Ein Ohrring. Ja, glaube ich dir. Bist du dir sicher, dass ich einen Ohrring habe? Ja. Ganz sicher, Digga? Ja. Alter, die Fresse. Junge, ich habe safe gewonnen, einfach aus dem Grund, weil ich sexy bin, Mann. Nein. Okay, Freunde, das heißt, wir würden an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden. Sandra hat anscheinend das Video gewonnen, von daher lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, was... Was? Ja, schreibt alle mal was in die Kommentare. Bei den letzten mit den Ohrringen weiß ich jetzt auch nicht weiter, weil ganz einfach, die hat ja einen Ohrring eigentlich im Ohr, aber die hat halt keinen in der Tüte gehabt, glaube ich. Das mit den Ohrringen würde ich jetzt einfach nein sagen, weil der halt nicht in der Tüte drin war und deswegen das einfach eigentlich nicht zählt, würde ich sagen, oder? Also, ja. Das heißt jetzt, Luca hat 8 Punkte und Sandra hat 6 Punkte. Das heißt, der Gewinner ist Luca. Das Video war echt cool, war echt nice. Ich wünsche mir einen zweiten Teil. Da werde ich dann, wenn ein zweiter Teil kommt, werde ich diesmal von Anfang an die Punkte mitzählen, wenn die es nicht wieder machen. Wenn ihr was habt, wo ich drauf reagieren soll, unten in die Kommentare damit rein. Per Instagram, Privatnachricht oder auf meinen Twitter-Account, den ich eh kaum nutze. Wenn es euch gefallen hat, liken. Wenn ihr nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.